Ja, das war The Wanderer of the Lost Moments von dem aktuellen Album Ghost and Memories. Und ja, ich schaue mich bei jedes Mal, wenn ich das Album höre, so ein bisschen um, ob hinter mir The Wall aufsteht und mich einkreist langsam. Aber irgendwie ist es trotzdem schon schöne Musik und außerdem mag ich ja Pink Floyd sehr gerne und die richtigen Floyd, die machen ja nun nichts mehr, da müssen halt die Alternativen her. Eine solche Alternative bietet zum Beispiel auch Marco De Angelis, der ein Album namens The River, Both Sides of the Story veröffentlicht hat. Der Mann ist schon sehr lange im Geschäft unterwegs als Studiomusiker, Komponist, alles Mögliche hat er schon gemacht, aber jetzt 2013 erst bringt er sein erstes Soloalbum raus, eben dieses The River, und davon hören wir jetzt Take It Away und ratet mal, an welche Band uns das wohl erinnert. Yeah.
Ja, ein guter Gitarrist ist er allemal, der Marco De Angelis. Und David Gilmour hat er bestimmt auch schon mal spielen gehört. Und das war Take It Away vom Album The River, Both Sides of the Story von ihm, Marco De Angelis, sein Solo-Debüt. Und ja, anscheinend war er wahrscheinlich bei den A Momentary Lapse of Reason Sessions seinerzeit auch schon bei Pink Floyd dabei. Weil wer Learning to Fly kennt, der kennt auch Take It Away, würde ich sagen. Macht nix, hat er aber gut gemacht und das Album ist überhaupt ganz unterhaltsam geworden. Nicht so richtig rocklastig vielleicht, mehr so melodic rockmäßig, aber ja, das kann man sich schon mal gut reinziehen, den Marco De Angelis. Ja, Fantasy Brock hatte ich ja schon mal.